Zeit vergeht so schnell. Könnte man nicht ein wenig langsamer in die Pedalen treten? Kaum ist ein Moment vergangen, beginnt schon ein neuer. Lehnt euch doch einfach mal zurück und genießt, dass ihr den jetzigen Moment erleben könnt. Wir fragen und fragen. Dabei liegt das Buch der Antworten, aufgeschlagen vor deiner Nase. Lehnt euch zurück und hört die Klänge altbekannter Freude. Ein Hoch auf die Zeitmanschette. Klebt in der Wunde, dein Tod hängt ab vom Regler. Du gehst aus dem Haus, links und rechts sind Banner. Du holst deine nice Brille raus, die ist echt ein nice Renner. Truhen werden aufgeschlossen, hättest du doch nicht. Gitter in den Kopf geschossen, eine neue Truhe ist in Sicht. Zieh die Bürste aus der Nase, häng die Teller wieder auf. Dort sitzt ein toter Hase, töte den Krieger und lauf. Zwing die Verräter, drück den Knopf, zieh dein Messer und von vorn. Zwing die Verräter, drück den Knopf, zieh dein Messer und stich zu. Dieser Trick ist ein Bringer. Obdachlose Menschen sitzen hier. Zähle deine Wurstfinger. Es sind vier. Die Schüssel wird mit Asche gefüllt. Kipp doch nicht die Dose ein. Die schlaue Tarnung wurde enthüllt. Kipp die Limo ganz hinein. Du stehst im Raum. Bald geht es hier los. Man sieht die Bumme kaum. Wer ist dieser Gang? Stirb los. Du ziehst die Waffe. Es knallt sehr laut, hoffe mal, dass ich es schaffe. Leute haben Gänsehaut, zwing die Verräter. Drück den Knopf, zieh dein Messer und von vorn. Zwing die Verräter, drück den Knopf, zieh dein Messer und von vorn. Zwing die Verräter, drück den Knopf, zieh dein Messer und von vorn. Zwing die Verräter, drück den Knopf, zieh dein Messer und stich zu. Sehr lange auf diesen Tag vorbereitet. Wir haben unsere Waffen geladen. Wir haben unsere Hemden gebügelt. Die Festung ist in Sicht. Wir werden sie noch heute stürmen. Die Truppen stehen bereit. Sie sind hochmotiviert. Sprühschleimschlacht in der Gammelwacht. Gemein, gefährliche Wichter springen flink umher. Eroberung der komischen Ritterburg. Auf den Mauern stehen die Wichtel schon bereit. Sie knirschen mit den Zähnen. Wir werfen ihnen böse Blicke zu. Sie gucken einfach weg. Wir werden diese Befestigung um jeden Preis nehmen. Niemand wird uns aufhalten. Schnell stürmt durch das Loch in der Mauer. Sprühschleimschlacht in der Gammelwacht. Gemein, gefährliche Wichter springen flink umher. Eroberung
Eroberung der komischen Ritterburg. Die Schlacht tobt. Sie ist in vollem Gange. Hört ihr das Gerappel? Es ist der Konflikt des Jahrhunderts. Bauern kämpfen um ihr Leben. Ritter kämpfen um ihren Stolz. Ich kämpfe um mein Holz. Manche kämpfen nur aus Spaß. Sprühschleimschlacht in der Gammelwacht. Gemein. Gefährliche Wichte springen flink umher. Eroberung der komischen Ritterburg. Sprühschleimschlacht in der Gammelwacht. Gemein. Gefährliche Wichte springen flink umher. Eroberung der komischen Ritterburg. Es war eine harte Schlacht. Doch wir haben gewonnen. Wir hängen das Banner der Gewinner auf. Wir haben es wieder einmal vollbracht. Es ist eine wahre Heldentat. Wir stürmen den Festsaal und schlemmen von den reichen Speisen. Sprühschleimschlacht in der Gammelwacht. Gemein, gefährliche Wichte sprungen hier umher. Eroberung der komischen Ritterburg. Sagenhafte Sprungversuche. Wir springen. Mit dem Kopf genau auf harten Stein. Muss das sein? Ja. Sonst gewinnen wir nichts die Weltmeisterschaft. Taumelte durch den Edeka-Supermarkt, klaute aus Versehen eine Packung Käse, entkam mit der Polizei auf meinen Fersen. Und ich aß schnell die Beweise. Ich stolperte und fiel hin. Die Polizei erschoss einen Penner und fuhr nach Haus. Der Käse war ganz lecker. Ich machte mich wieder auf den Weg. Wolken ziehen vorbei. Sie verformen sich zu meinem Vorteil. Die Uhr dreht sich im Kreis. Der Asphalt klebt an meinen Schuhen. Ich probiere ein bisschen von dem Asphalt. Er schmeckt nach Lakritz. Jetzt wissen wir, wie das hergestellt wird. Man lernt nie aus. Sagenhafte Sprungversuche. Wir springen. Mit dem Kopf genau auf harten Stein. Muss das sein? Ja. Sonst gewinnen wir nichts die Weltmeisterschaft. Leute kaufen Sachen, das hat man noch nicht gesehen. Radiergummis sind stark im Trend. Ich kaufe mir einen Schlüsselanhänger. Leute gucken mich verwundert an. Ich habe mir eine Packung Erde gekauft. Diese wird jetzt fein verstreut. Hier entsteht ein Garten. Löhne werden ausgeteilt. Die Pläne wurden verbrannt. Dann gibt's keine Kohle mehr. Dann ist alles wieder weg. Sammelte im Wald ein bisschen Brennholz. Fand einen alten Klotz Metall. Untersuchte das verschollene Grab. Erledigte den Mumienmeister. Sagenhafte Sprungversuche. Wir springen. Mit dem Kopf genau auf harten Stein. Muss das sein? Ja. Sonst gewinnen wir nichts die Weltmeisterschaft. Sagenhafte Sprungversuche. Wir springen. Mit dem Kopf genau auf harten Stein. Muss das sein? Ja. Sonst gewinnen wir nichts die Weltmeisterschaft. Auf den alten Schmugglerpfaden. Schmuck, Schmuck, Schmuggel. Auf den alten Schmugglerpfaden. Schmuck, Schmuck, Schmuggel. Versteckt, verdeckt, geschmuggelt. Heute hier, morgen dort. Ich schmuggel an jedem Ort. Heiße Ware aus allen Ländern. Das gibt es nur bei unserem Händler. Alles verpackt. Die Fächer voll. Die
Sie merken nichts. Ihr bangt Zoll. Was wir nicht schon alles geschmuggelt haben. Unendlich viel. Auf den alten Schmugglerpfaden. Schmuck, Schmuck, Schmuggel. Auf den alten Schmugglerpfaden. Schmuck, Schmuck, Schmuggel. Besteckt, verdeckt, geschmuggelt. Schon echt flink. Unsere Taktik. Wir sind auf Trab. Wir haben Knete. Wir machen voll. Eure Pakete. Auf den alten Schmugglerpfaden. Schmuck, Schmuck, Schmuggel. 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 Versteckt, verdeckt, geschmuggelt. Versteckt, verdeckt, geschmuggelt. Wir lachen über die lustigen Menschen, wie es sich gehört halt. Wir benehmen uns wie die Kellner. Dort steht ein Mann. Er sieht anders aus als all die anderen. Ihn umgibt ein käsiger Schein. Eine gelbe Wolke steigt von ihm auf. Er steht ganz starr da. Der Mann riecht nach Käse. Der Käsemann. Wir beobachten ihn. Aus sicherer Entfernung. Er sieht entspannt aus. Seine Augen glänzen gelb vor Käse. Seine Haare sehen aus wie Gouda. Der Mann bereitet irgendwas vor. Noch sind wir im Unklaren. Es riecht nach gebackenem Käse. Der Duft liegt in der Luft. Der Mann steht dort auf der Straße. Er verteilt leckeren Käse. Er steht ganz starr da. Der Mann riecht nach Käse. Der Käsemann. Er steht ganz starr da. Der Mann riecht nach Käse. Der Käsemann. Er steht ganz starr da. Der Mann riecht nach Käse. Der Käsemann. Er steht ganz starr da. Der Mann riecht nach Käse. Der Käsemann. Er steht ganz starr da. Der Mann riecht nach Käse. Der Käsemann. Er steht ganz starr da. Der Mann riecht nach Käse. Der Käsemann. Er steht ganz starr da. Der Mann riecht nach Käse. Der Käsemann. Er steht ganz starr da. Der Mann riecht nach Käse. Das Licht. Axtmörder. Wer verdrischt seine Opfer mit der Axt? Wer zerhackt Gartenzwerge und Briefträger? Wer ist der coolste Kerl in der Umgebung? Wer hat die Axt mit dem toten Schädel? Wer bringt nie den Müll raus?
Wer frisst den ganzen Tag nur Doritos mit Butter? Wer isst mit offenem Mund? Wer hat die Axt mit dem toten Schädel? Der Axtmörder bringt euch alle um die Ecke, wenn ihr nicht aufpasst. Also packt immer ein wenig Geld ein, zum Tausch für euer Leben. Wer verdrischt seine Opfer mit der Axt? Wer zerhackt Gartenzwerge und Briefträger? Wer ist der coolste Kerl in der Umgebung? Wer hat die Axt mit dem toten Schädel? Das Licht. Dort drüben schnell hindert sie. Die Gauner klauen die Rüben. Die Verbrecher nehmen Reis aus. Wir essen unser Eis auf. Wir verfolgen die Spur. Wir gucken auf die Uhr. Wir müssen diese Gauner festnehmen. Wir klemmen ihre Finger ab. So macht man das mit Dieb. Los, rennt hinterher. Verbrecher schnappen ist nicht schwer. Los, holt sie ein. Verbrecher sind gemein, rennt hinterher. Verbrecher schnappen ist nicht schwer. Los, hackt sie klein. Verbrecher sind gemein. Ist zur Schelle. Er macht ein Pflaster auf die Schelle und er rennt über die Türschwelle ins Haus, um Verletzte zu versorgen. Eine gebrochene Hand, ein durchtrenntes Bein. Nicht weinen, liebe Kinder.
Der Arzt ist schon unterwegs. Der weiße Arzt ist zur Schelle. Er macht ein Pflaster auf die Schelle. Und er rennt über die Türschwelle ins Haus, um Verletzte zu versorgen. Der weiße Arzt ist zur Schelle. Er macht ein Pflaster auf die Schelle. Der weiße Arzt ist zur Schelle. Er macht ein Pflaster auf die Schelle. Der weiße Arzt ist zur Schelle. Er macht ein Pflaster auf die Schelle. Und er rennt über die Türschwelle ins Haus, um Verletzte zu versorgen. Aber leider kommt auch manchmal jede Hilfe zu spät. Denn Kinder sind neugierig und schauen auch unter Rasenmähern, ob man da herumtunnen kann. Der weiße Arzt ist zur Schelle. Er macht ein Pflaster auf die Schelle. Und er rennt über die Türschwelle ins Haus, um Verletzte zu versorgen. Der weiße Arzt ist zur Schelle. Das Warten hat ein Ende. Eine Markierung im Kalender. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Jetzt wird krasses Zeug erbeutet. Kumpelhaftes Buch vergessen am Wegesrand. Der Händler fällt von seinem Pferd. Wir heben seinen Proviant aus seiner Tasche. Wir verhauen und verstauen schaulustige Wanderer. Schnell zu Pferde, gefährlich zu Fuß. Der Weg ist versperrt, doch wir springen drüber. Die Angst im Nacken? Ja, das sind wir. In der Hand ein großes Sandwich. Schau mal da oben. Niemand kann uns erahnen. Wir springen aus dem dichten Dickicht. Wir springen dir mitten ins Gesicht. Wir haben eine äußerst wichtige Aufgabe. Ohne viel Mühe reich werden. Wir wissen wie. Den Hammer schwingen. Die Peitsche peitschen. Wir ziehen den Korken aus der Flasche. Die Vertreter der einzig wahren Sache. Eine Landkarte und ein Säbel in der Tasche. Die Vertreter der einzig wahren Sache. Die Helden der Winde. Helden an sich. Wir heben hoch unsere Piratenflagge. Wir spielen die Fanfaren der Beutejäger. Wir trommeln den Banditenmarsch. Wir rufen das Verbrecherbekenntnis. Wir eilen einem Geldtransporter nach. Jetzt werden wir uns mit Scheinen eindecken. Das Lasso ist schon bereit. Jetzt schlagen wir wieder einmal zu. Der Kutscher fällt verwundet aus der Kutsche. Die Pferde stellen sich tot. Wir öffnen den Tresor mit einem Schlüssel. Drinnen finden wir billige Einwegspritzen. Verdammt, wir wurden hinters Licht geführt. Jetzt müssen wir uns rächen. Wir fahren in die nächste Stadt und verprügeln den dicken Bürgermeister. Die Vertreter der einzig wahren Sache. Eine Landkarte und ein Säbel in der Tasche. Die Vertreter der einzig wahren Sache. Die Helden der Winde. Helden an sich. Die Vertreter der einzig wahren Sache. Eine Landkarte und ein Säbel in der Tasche. Die Vertreter der einzig wahren Sache. Die Helden der Winde. Helden an sich. Heißer Sommer. Die Bäume fangen an zu brennen. Aber das stört niemanden, denn alle sind am Strand. 10 Zentner Glas auf dem Gepäckträger. 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 Das Glas glänzt in der Sonne. Das Fahrrad fährt vor sich hin. Schnell.
haltet es an. Denn niemand sitzt darauf. 10 Zentner Glas auf dem Gepäckträger. 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 Das Fahrrad fällt einfach nicht um. Wir brauchen das Glas. Es ist sehr wertvoll. Wir werden es von der Steuer absetzen. 10 Zentner Glas auf den Gepäckträger. 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 Plötzlich erlischt die Sonne. Jemand hat sie ausgeknipst. Wir gehen jetzt mal schlafen. Es wird auch langsam Zeit. 10 Zentner Glas auf den Gepäckträger. 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 Auf den Gepäckträger. 10 Zentner Glas 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 auf den Gepäckträger. Am Ende war alles gut und ich aß ein Hut. Der Stapel schrumpft, die Sause läuft, die Tonnen sind geleert. Das Brot wurde aufgegessen. Es war sehr schmackhaft. Und wo schlendern wir morgen? Am Ende war alles gut und ich besaß genug. Ich habe genug zum Speisen und ich muss auch nicht verreisen. Ich steige auf ein Dach, denn ich bin noch wach. Man kann sehr weit schauen und niemand wird mir was klauen.